Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires 3, zu einem neuen Kolosseum. Und wieder ist mit dabei der GameTV. Grüß dich, GameTV. So, einer muss jetzt hier noch auf bereit gehen, dann können wir loslegen. Jodola, ja. Ah, jetzt merke ich, dass der Sound auch wieder da ist. Ich höre hier wieder diese Provokationen. Die nerven manchmal ein Stück. Was ist denn? Der ist aber auch gelb. Ja, aber damit kann man die ja holen. Ja, aber ich sehe gerade, der ist so halb gelb. Halb gelb, halb grün, der Yondula. Ja, das ist, sobald er orange wird, ist es nicht so gut. Falls er jetzt nicht gleich antwortet, dann musst du ihn wahrscheinlich... Oh, jetzt hat er gewechselt auf Japaner. Oh, okay. Mal sehen, wie es läuft. Japaner kann man kaputt kriegen, muss man sagen. Okay, man kann sie. Muss halt als früh rausgemacht werden, früh. Ja, also wir haben zwei, wenn ich das richtig gesehen habe, wir haben zwei Inder, wir haben zwei Franzosen, einen Japaner und einen Chinesen. Insgesamt China ist auch OP wegen Flammenwerfern eigentlich. Oh Mann, oh Gott, das wird ein hartes Kolosseum. Ja. Vor allem sehr asiatisch geprägt, dieses Kolosseum. Ja, sehr. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Früher habe ich mich immer im Kolosseum über, wie heißen die nochmal, Grenadiere aufgeregt. Oh ja, die können auch stark sein, wenn man die upgradet und so, ja. Sehr stark gegen Impf. Ah, jetzt ist meine Musik doch zu laut eingestellt. Ja, man hört es hierher, also man hört es. Ja, stark. Ich hoffe, das wird gleich wieder ein bisschen leiser, aber wahrscheinlich eher nicht. Das Problem ist, irgendwie im Spiel kann man die immer nicht so einfach leiser machen, irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ich kann es dann nochmal probieren. Im Spiel müsste es sogar auch gehen. Aber ich glaube dann nur bei der Gesamtlautstärke, nicht bei der einzelnen Musiklautstärke. Doch, das geht auch durch. Ja, ich habe es letztens ausprobiert, da ging es nicht. Das ist jetzt echt viel zu laut, also ich versuche es gleich. Also bei mir ging es noch. Die Musik ist echt eigentlich ziemlich leise schon gemacht. Wenn ich das jetzt, die ist vielleicht bei 15-20%. Wenn ich die jetzt auf 100% hätte, wie laut das nur wäre. So, ich hoffe, dass das jetzt alles ohne Lags funktioniert. Das ja, hoffentlich kein Typ drin Lag. Das startet jetzt schon so langsam, das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Irgendwie finde ich, dass man irgendwie das machen sollte, dass diese Intro, also diese Anleitung, irgendwie geskippt werden könnte. Ja, mit genau. Abstimmung. Dauert zu lang. Außerdem entstehen da oft Fehler. Genau, richtig. Das stört ein bisschen, ja. Hast du recht. Ich meine, die meisten, die Kolosseum spielen, wissen, wie man das macht. Eben, richtig. Jetzt geht's auch gerade nur Bild für Bild irgendwie. Ja. Oh, jetzt ging's eben, aber jetzt immer. Ja, ist immer nur ganz kurz und dann Pause und dann wieder ganz kurz. Aber wenn das Intro weg ist, hoffentlich funktioniert's. Manchmal dauert es aber immer ein bisschen, oder man muss dann einen rauskicken, einen Spieler besiegen sozusagen, an dem es liegen könnte. Später dem Chinesen liegen, hat ja Double Spawn. Ach, der bekommt Double Spawn, das ist ja richtig... Chinesen haben tatsächlich Double Spawn, ja. Boah, das ist wie, haben die Russen auch Double Spawn? Nein, tatsächlich, die haben keinen Double Spawn, ne. Das ist dann schon ein bisschen komisch. Dieser eine Gladiator, also ich meine nicht den aus der Kampagne, wenn du den kennst, also diesen blauen gezogen, sondern einen anderen. Mit dem kannst du dann auch Schreine bauen und Sabotage angreifen. Mit Japanern. Ah ja, mit Japanern, genau. Ich kann jetzt hier nur Handelsposten, genau. So, dann schaue ich mal nochmal hier kurz wegen dem Sound. Obwohl man hört ja eben keine Musik. Mal hier ein bisschen leiser. Aber ich hasse es am Anfang, weil da halt jeder noch seine Granaten hat und... Ja, ich finde, das mit dem Gladiator finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also die Granate ist halt nochmal rausnehmen sollen, weil die ist ein bisschen stark am Anfang. Ja. Da kannst du nämlich einfach von jemandem an die Mauer gehen, ganz eng, und kannst reinwerfen auf seine Truppen. Ja, eben, das ist richtig. So wie Gelb das gerade versucht. Ja, ich bin Gelb. Ach, du bist. Ah, okay. Genau, ich wollte nochmal die ganzen. Aber manche sind schon schlau und ziehen halt ihre Truppen dann nach hinten. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, wie diese Formation heißt, hier Verteidigungsmodus. In dem sollte man dann draußen rumlaufen, weil die laufen dann ja in einem Karree-artigen Formation. Und der macht hier einen Fehler, wie du siehst. Schau das mal an. Ja, ich komm auch gleich.
Ja, hier hat gesessen. Wirf doch, wirf. Oh nein, verdammt. Komm, wirf. Jawohl. Am Anfang lohnt das sich eh. Nice. Ja. Ich habe auch gleich ein paar Kills gemacht. Diese Karree-Formation ist ja gut gegen die Granaten vor allem. Das stimmt, das habe ich auch gerade gedacht. Deswegen hat es mich ein bisschen geärgert, aber dann ist er ganz kurz wieder rausgegangen. Dann konnte ich doch immerhin 9 Kills machen. Sein Fehler war, er hat die zwar rechtzeitig gemacht, aber man muss erst ein Stück laufen, dass die einnehmen. Ja. Und jetzt kommt er hierher. Der Lila will abstauben. So, dann gehe ich mal gegen Blau. Oh, er will meinen Gladiator kriegen. Der hat aber schon wieder ziemlich viele Truppen hier. Ja, der Chines hat Doppelspor. Ne, ich meine hier meinen, ich glaube, das ist Franzose. Oh, oder so. Fuck, dem seine Granat hat jetzt gesessen, leider. Ja, der Franzose ist ziemlich... Vor allem, der hat hier nur Nahkampfmodus an. Den schieße ich einfach ab. Schau mal an, der feedet mich hier gerade voll. Das finde ich nice. Ah, deine Gurkas sind echt sehr stark, muss ich sagen. Ja, ich das sind frühe Plänkler sozusagen. Ja, leider. So, der Chinese ist auch mega stark, weil er Doublespawn hat. Ja. Schau dir jetzt an, was der an Massen da hat. Der ist orange, oder? Und greift dich gerade an. Oh ja, verdammt. Aber ja, da kommt Rot und wirft eine Granate rein. Ah, und hier ist noch ein Inder, alles klar, der hat auch Gurka, da muss man natürlich aufpassen. Ja, da muss ich schnell auf Blänkler kommen, versuchen. Ist Mist, jetzt hat der Rote seine Granate in mich reingeworfen. Und der Blaue hat in mich seine Granate reingeworfen, ja. Was jetzt nicht allzu schlimm ist, weil du hast Massen und der ist in Nahkampf gegangen. Genau. Der hat mir gleich mal ein paar Kills geschenkt, sozusagen. Bei wie viel Kills bist du? Obwohl, den Chinesen müsste ich bei 90 jetzt. Oh, dann hast du schon mehr als ich. Ich bin bei 70. Ja, ich werde auch die ganze Zeit vom Chinesen belagert. Der hat relativ schwache Truppen am Anfang. Versuch mal, seinen Gladiator kaputt zu kriegen. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Nein. Ich habe jetzt übrigens dann... Hab auch ein paar Videos schon hochgeladen. Jetzt hab angefangen, hab ein gutes Programm gefunden. Ach stimmt, du hast gemeint, du willst auch anfangen mit YouTube. Ja, ah, okay, hab alles ein klar. Programm gefunden. Was hast du dann für ein Aufnahmeprogramm? OBS Studios, ich glaube, das ist Open Broadcaster. Okay, das ist auch kostenlos. Oder nee, ich weiß, das ist kostenlos, ja. Echt? Und damit kannst du Videos aufnehmen? Ja, das ist auch gut. Ist das legal? Das ist legal, ja. Und gut. Verrückt, weil ich hab irgendwie... Ich glaub, mich am Anfang auch informiert und dann habe ich aber nur... Und da kannst du auch gleichzeitig den Sound aufnehmen. Ich habe nur so Kosten, also welche, die wo was kosten, gesehen, leider. Oh, das war eine gute Granate eben. Du nimmst mit Fraps auf, gell? Ich nehme mit Fraps auf, ja. Das war am Anfang so Standardding, da habe ich gedacht, ja, okay, mache ich das auch. Ich habe schon 150 Kills. Ich habe 125. Jawohl, ich habe nochmal eine Granate geworfen, aber... Chinese ist halt echt gut, aber der hat halt schwache Truppen. Aber der Doppelspawn wird echt stark, wenn er Flammenwerfer hat. So, ich marschiere hier nochmal ein bisschen vor. Eigentlich sollte man ja nie bei der feindlichen Base so stehen, aber da Blau einfach so wenig Truppen hat, mache ich das einfach. Wieso nicht? Wieso ist das? Oh nein! Eben sandwicht mich der eine hier. Nein, der versucht meine Mauern kaputt zu machen. Krass, mit erhöhten Queen-Pikinieren, ja. Das kriegt aber eine Tilly, machen viel zu wenig Schaden gegen Beute. Obwohl er schon viel kaputt gemacht hat bei mir. So. Oh Mann. Der hat schon wieder seine komische Granate. Nicht so gut. Oh, ich hab 200 Kills, hab ich erst gestern gemerkt. Ich bin erst bei 183, aber es geht ja noch. Ich hab Lenkler, jetzt müsste ich ihn eigentlich wegkriegen, komplett. Und ich habe vergessen, Upgrades zu machen. Das fängt ja gut an hier. Ja, ich spare mir meine Upgrades mal ein bisschen auf. Wirklich? Ja. Das ist eine gefährliche Taktik, aber... Kann wirklich gefährlich sein. Ja, weil ich will halt... Weil, stell dir vor, ich gehe jetzt halt mit meinen ganzen Upgrades auf die Soldaten. Oh. Dann habe ich meine... Dann sind meine Pferde nicht so stark. Oder meine, in dem Fall Elefanten. Aber Gurkas kriegt man komplett schnell weg als Franzose. Also du musst aufpassen, dass der Franzose nicht zu Blänklern kommt. Ja, den mache ich doch gerade fertig hier. Ja, aber sobald er Blänkler hat, sind deine Gurkas geliefert. Alle. Ich habe mit 25 Blänklern fast 100 Gurkas weggekriegt. Echt? Okay. Es geht, ja. Krass. Blänkler haben irgendwie Bonusschaden gegen Gurkas. Habe ich nicht gewusst, alles klar. Gut zu wissen. Leider.
Also sobald er Blenker hat, solltest du auf eine andere Einheit umswitchen. Ja, ich habe jetzt dann schon die Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die sind wie Musketiere bei Indern. Die anderen. Ja, ich weiß, was du meinst, die Sepoy. Ja. Ja. Ja, die sind auch sehr, die sind sehr gut gegen Blenker. Aus meiner Erfahrung zumindest. Oh. So. Da fiedelt er mich wieder. Ja, jetzt kriegt das ab. Obwohl diese Shokunu auch sehr gut sind. Shokunu? Bei wem? Chinesen. Achso, Chinesen, okay. Ach, der versucht mich aber nur in seine Base zu locken. Aber Blau hat noch keine Plänkler. Und sein Wall habe ich gleich eingerissen. Gut. Sobald der Wall unten ist, hat er eigentlich verloren. Auf was für Einheiten geht denn Blau? Ambusschützen, Veteranen-Ambusschützen. Ich glaube, die sind nicht so gut gegen Gurkhas. Oh! Nee. Der geht mit Jüngern gegen meine. Ja, der wird zusammengeschossen. Ich glaube, den Chinesen den hau ich jetzt raus. Das mache ich gerade mit dem Blauen, mit mit YXY. Da bist du auch schon etwas weiter, weil du die Mauern schon kaputt hast. Richtig. So, ich muss aber auch gleichzeitig den Inder hier ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Was ich nicht verstehe. So stark wird. Ich verstehe nicht, warum der hier mit Nahkampfeinheiten gegen Blenkler geht. Oh, die Granate hat gesessen. Oh, die Granate war gerade richtig gut. Nice. Wie viele Kills ungefähr? 15 oder so. Das ist natürlich eine gute Granate. Ja, die war richtig nice. Ah, verdammt. Jetzt habe ich aus Versehen halt auf... tötet einen... Oh, ja. Er hat es mir gerade wieder genau heimgezahlt mit einer Granate. Wir haben uns gerade nichts genommen, außer unsere eigenen so, Leute. So, mach ich mal seine Mauern hier kaputt. Die Rache dafür, dass er mit Nahkampfeinheiten gegen Lenkler geht. Kommt aber schon wieder. So. Also wenn der grüne schlau wäre, der blaue schlau wäre hier, ja, dann würde er sich die Einheiten löschen und aufgeben. Richtig. Ja gut, was heißt hier schlau? Er will halt wahrscheinlich möglichst lang im Spiel sein. Ja. Aber den anderen gegenüber wäre es schon fair. Aber würde ich auch nicht machen, muss ich sagen. Ich glaube, es wird keiner. Ja. Oh nein, der Asiat hat Flammenwerfer schon jetzt. Jetzt schon, oh Gott. Krass. Wie früh der die gekriegt hat und mit Doppelspawn. Wie schnell die da rauskommen. Oh, seine Mauern sind aber tot, weil Lenkler sind mega gut jetzt. Und ich hab schon Jäger. Oh, stark. Dann bist du schon. Wie viele Kills hast du? 500. Ich hab nur 430. Das liegt aber daran, weil der Asiate, der Chinesen hat Doppelspawn hat. Doppelspawn. Ja, und dann machst du auch mehr Kills, ja. Obwohl ich die Flammenwerfer mit 5 Schüssen hier tot krieg. Jetzt sind sie noch nicht stark. Oh. Das Lustige ist ja bei den Steppenreitern von den Chinesen hier, die machen Bonusschaden gegen Siedler. Okay. Das ist echt gut hier gegen Blenkler. Nicht schlecht. Dann machst du ja gerade den hier ziemlich fertig. Ja. Und jetzt kommt Jäger. Obwohl, jetzt fährt ein weniger Kills leider. Rot und Lila betteln sich auch. Ja, und Lila gewinnt, das ist sehr gefährlich. Ja. Weil es ist auch ein Obwohl, wenn ich so weit komme, dass wieder meine Einheiten zu viel Schaden machen, dann werde ich auch seinen Elefanten totkriegen. Pilofas hat ja schon lange kein Dings mehr gemacht. Ja, kein Age of Empire, leider. Genau, der hat jetzt ja so ein Infovideo gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Genau, dass er bis Herbst, ich glaube bis Oktober oder so keine Zeit hat. Weil sein Computer kaputt ist. Kann man ja verstehen.
Oh, fast wäre der Ball hier von Rot down gewesen, aber jetzt greife ich hier ein gegen den Inder mit Kavallerie. So. Nice. Aber da muss man nicht gleich beleidigend werden. Ja, das ist nur ein so Spiel, nett. Also bitte. Ich meine, ich habe sozusagen nur Rot geholfen. Ja, seine Einheiten löschen. Ja, das kann er ruhig machen. Beleidigen ist wirklich nicht so nett. Es gibt viele Leute, die hier beleidigen. Ja. Diese Masse an Einheiten. Zuletzt hat's geleckt. Also nicht in diesem, sondern zuerst hat es mal geleckt bei einem Kolosseum, weil ich an die 1000 Einheiten hatte und es leckt dann extrem. Ja, das ist dann schon krass. Ja, aber Jäger waren bei mir so gut und wie unbesiegbar. Wer will das? Du hältst. Ach so, ja, ich bin leider gerade hier ein bisschen beschäftigt. Ich muss hier den Inder ein bisschen auf Kurs bringen. Wie viel Leben hat deine Kaff? 450. Okay, meine Jäger machen 142 Schaden. Dann gehe ich jetzt noch auf HP. Sonst kriegt Kaff mich gut da. Der Orangen ist raus. Nice. Ja, okay, muss ich mich jetzt zurückziehen, verdammt. Dein Nachbar. Oh. Ja, das ist alles ziemlich gut. Oh, verdammt, verdammt. Wenn ich hier so abgelenkt bin, schenke ich fast ein paar Kills hierher. Dann mache ich jetzt mal rot. Das scheint ein gutes Kolosseum zu werden. Ja. Schnell ist. Es gibt nämlich so Kolosseums, die ziehen sich so lang. Das finde ich nicht so schön. Ja. So. Oh, da kommt er auch mit Kaff. Okay, diese Zamburax vom Inder sind nicht so gut. Gegen meine Einheiten zumindest. Ja, das stimmt. Oh, der Panna schreien, glaube ich. Der kann jetzt schön farmen auf Kaff. Two-Hit, also seine Einheiten sind Two-Hit, diese Reiter vom Lila. Oh, das ist nicht schlecht. Du spielst noch gern mit Osman hier, gell? Ja, das stimmt. Ich verstehe es irgendwie nicht, wie man hochkommt. Irgendwie ist den Osman so langsam, um ja, 200 Kills zu kriegen. Das stimmt. Das ist so die echte Schwierigkeit bei den Osmanen, bis zu den Bronzehaubitzen zu kommen. Aber wenn du das mal geschafft hast, dann hast du echt gute Chancen mit den Bronzehaubitzen. Oh, die Ashigaru. Bronzehaubitzen sind ja gut gegen Inf, gell? Ja. Hm. Aber die sind allgemein ziemlich, also die sind echt nicht schlecht. Vor allem in Massen sind die echt gut. Tatsächlich sind Bronzehaubitzen, glaube ich, die beste Einheit gegen meine Armee. Ja, sind, glaube ich, die einzigen, die aufhalten können. Die Ashigaru von Rot fallen nämlich jetzt hier. Und du hast schon Elefanten. Ja. Ich bin jetzt bei gleich 700 Kills. Ach. Wie viele Kills hast du? Ich habe 800. Oh, da hast du doch einiges mehr. Ich glaube, du bist hier die größte Gefahr. Ja, weil meine Jäger machen halt fast jede Einheit hier One-Hit bald. Das ist schon krass dann. Wie viele Leben haben eigentlich deine Elefanten? Gucken. Ach, das sehe ich aus irgendeinem Grund gar nicht bei Elefanten. Bei anderen Einheiten sehe ich das. Oh verdammt, jetzt greift er mich hier an. Kannst du das sehen, wie viele Leben deine Elefanten haben? Irgendwie sehe ich das nicht. Ja, 900 irgendwas. Und hier siehst du übrigens, wie die Reiter von Lila fallen. Gegen Jäger. Gegen oh, die ja. Schlechteste Antikaff im Spiel. Ich sehe es, ja. Krass. Rot fühlt mich auch, weil ich ihn nicht zerstöre. 900. Ich habe bald Gatling-Kanonen. Boah, das ist aber krass dann. Die sind aber nicht so stark. Ja, würde ich nicht unterschätzen jetzt hier. Die sind aber wirklich nicht stark. Irgendwie schaffe ich es nicht hier, den zu finishen, den blauen. Weil mich jetzt gerade... Ja, weil immer mischt sich Lila ein. Ja, weil es sich Lila einmischt. Und er hat jetzt halt auch seine Musketiere. Das hätte er schon viel früher machen müssen, auf Musketiere zu gehen. Die sind halt richtig stark gegen meine Einheiten. Ja. Obwohl
Na, eher gegen deine Gurkas nicht. Ja. Gurkas in die Plänge. Ja, der Lila, ne, feedet mich so und kriegt keine Kills. Toll, aber er kämpft gegen mich, das ist ja gar nicht. Ich hab mal die Schreine zerstört jetzt von dem einen. Von Rot hat keine Schreine mehr. So. Dann lasse ich einfach ein paar da. Seine Base zerstören. So. Ah, jetzt yes, wirst du ihn aber tot kriegen. Schauen wir mal. Er hat echt wieder plötzlich voll viele Truppen. Keine Ahnung, wo er die alle herbekommt. Ich bräuchte halt noch ein paar Gurka. Sollte ich. Aber ich will keine Gurka machen. Die sind zu schlecht mittlerweile. Ich habe eigentlich bessere Einheiten deswegen. Oh, die Elefanten. Mal gucken, ob ich die auch tot kriegen muss. Ja, relativ. Obwohl er hat nur. Jetzt macht er auch jetzt mit Elefanten. Nach dem Kolo müsste ich dann aufhören, ich muss gleich essen gehen. Ja, kein Problem. Nach dem Kolo machen wir das dann, ja. Ja. Boah, du bist jetzt einfach schon zu stark mit den Jägern, das gibt's doch gar nicht. Oh, die Elefanten machen keine Kill von Lila. Oh, die Granate wird jetzt. Ach ja, stimmt, Granate. Sein Held war One-Hit. Die Granaten müsste ich auch mal wieder einsetzen. Wie der kommt und so denkt, oh, ich kann eine Granate werfen und da ist einfach der Held One-Hit. Das ist natürlich schade. Oh, da kommst du. Oh, die Granate willst du werfen. Vielleicht. Ja. Oh, dein Held hat aber irgendwie mehr Leben als seiner. Hä? Ich habe ja keine Kills gemacht mit der Granate. Ja, ich gehe auf HP. Boah, das ist ja hart. Aber, schau obwohl, mal an. Obwohl, deine Elefanten sind besser als schau mal an, ja, was die so machen. Deine Elefanten sind besser als seine. Aber ich krieg hier blau nicht down, das gibt's doch gar nicht. Ich verliere alle dann meine heißt, Einheiten. Ja, ich meine auch. Oh, verdammt, was machen die Jäger denn hier plötzlich? Ich sollte vielleicht wieder auf Schaden gehen. Jäger glänzen nämlich nicht gerade durch ihre Leben, sondern durch ihren Schaden. Ich muss mich jetzt hier echt mal zurückziehen. Ich habe es nicht geschafft, Blau zu besiegen. Das ist schon traurig. Obwohl Blau, welche Einheiten hat er? Musketiere. Also die hat er wohl gut hochleveln können. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt riskant wäre, auf Dragona zu switchen. Ich würde ja gerne zwei ich würde gerne jetzt Blau endlich kalt machen. Das gibt's doch gar nicht. Weil der könnte immer noch zur Gefahr wieder werden, wenn der jetzt wieder Einheiten spammt. Ja, genau wie hier Rot. Hat aber keine Schreine mehr und macht keine Kills mehr. Ey, die Jäger sind echt hart hier auch. Normalerweise ist das die schlechteste Antikap im Spiel. Ja, normalerweise. Oh, jetzt geht er mit Nahkämpfern gegen mich. Oh, Elefanten hast du, aber in Massen. Naja, Massen sind es nicht. Der hat Massen. Supply? Wie bitte? Wie viel Supply hast du? Was meinst du mit Supply? Mit so Bevölkerung. Ach so, 260. Wie viel hast du? 314. Ja, das siehst du mal. Aber ich habe Jäger, die werden schneller ausgebildet. Ja, aber trotzdem. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das gibt's doch jetzt nicht. Komm, ich will den Blauen noch fertig machen. Oh, lässt mich die Elefanten da als erstes wegkriegen. Okay. Schön. Oh, die Artillerie-Elefanten. Ja, lass mich doch kurz Blau noch. Ah, verdammt. Blau macht ja mega viel Schaden. Wie kriegt er das hin? Ich versteh's auch nicht. Ja, kümmer du dich mal um Blau. Das ist irgendwie... Okay. Schwierig gerade. Ich krieg Blau. Schaffst du das, den fertig zu bekommen? Ja, locker. Deine Einheiten. Also ich one-hit jetzt deine Einheiten. Alle. Echt? Ja. Krass. Oh, Blau hat auch Blänkler. Lila ist aber... Kriegt jetzt Kills bei Rot. Richtig viele. Ja, klar. Der hat jetzt auch schon hier... Oh, weil ich Rot die Schreine genommen habe da.
So, jetzt bring Blau die... in das Spiel. Wie viele Kills hast du derzeit? 1500. Ach du Schande, du bist ja völlig overpowered. Ich habe nur 1100. Sag mal, ist das mein... Dann kann Blue aufgeben, Blau aufgeben, wenn er will. Hä? Wieso? Seine Einheiten sind alle weg, ich bin an seinem Hauptgebäude. Meinst du, der würde aufgeben? Wenn er will, darf er. Ja, wenn er will. Hast du jetzt dann überhaupt nicht Range geupgradet? Nein, ich habe gar keine Range geupgradet. Ah, okay. Weil ich weiß, dass hier zwei Inders sind. Ach so, ja gut, stimmt. Das macht dann ach, schon der Sinn. Hat aber jetzt auch Jäger, der Blaue. Und hat genau jetzt aufgegeben. Oh, das ist scheiße. Vor allem bist du jetzt so ein bisschen gefangen, ne? Obwohl, die Elefanten müssen sogar tot kriegen. Ja, wahrscheinlich schaffst du das. Du hast ziemlich viele Jäger da drin. Und die machen auch gerade gar nicht, was sie sollen. Und jetzt kommen noch welche von hinten und du wirst gesandwiched. Dann machen wir doch ein Double-Sandwich draus. Ja. Obwohl deine Elefanten auch nicht gerade schwach sind. Ja, oder? Nicht schlecht. Oh, du willst die da hinten raus. Ja, ich schaff's aber. Ja, du schaffst es, verdammt. Nicht gut. Obwohl die Blänkler da unten, die da unten sind in Gefahr zu sterben. Jetzt muss ich mich aber zurückziehen, sonst schenke ich dir Kills ohne Ende. So. Obwohl Elefanten bringen nicht so viel Kills, weil du die nicht so in Massen ausbildest wie Jäger. Ja, du musst jetzt viele Kills haben. Naja. Eigentlich sollte jetzt mal jemand bei Lila einmischen. Ich habe aber halt kaum Einheiten im Gegensatz zu dir. Du kannst mal bei Lila. Ich hab auch nur 400. Ja, ich habe nur 200. Wie viel Schaden machen die jetzt mal Lila? Ich müsste. Ja, ich müsste einen Helptown kriegen. Wenn die Granate nicht hitzen. Oh Mann, na toll, was war denn das? Was war denn das? 3 Kills! Guck mal auf die Leben meiner Einheiten. Boah, das ist ja unfair. Dann bringen 545 die Leben. Die Granaten bringen ja jetzt 0. Schade. Deswegen solltest du erst ein bisschen Angriffsstärke leveln von hier. Von diesen Einheiten. Und dann... Von welchen Einheiten? Von meinen Jägern, glaube ich. Ja, ja. Ja, gut, bei der Kavallerie, da gehe ich einfach immer so nach Gefühl hin und her. Mit Angriffsschaden und mit HP. Mit Kavallerie kann ich in Kolosseum gar nicht umgehen. Deswegen spiele ich auch nicht Seahawks so gerne, obwohl die mega gut sind. Deine Einheit ist aber auch nicht gerade schlecht. Was mir in Age of Empire fehlt, tatsächlich sind so Formationen wie Karree oder so, dass die gut sind gegen manche Einheiten. Ja. Oh, jetzt mache ich aber Kills, oder? Ja. Oh, ich nehme auf Leben G. Jetzt mache ich nice Kills. Aber die kriege ich trotzdem tot. Ja, schaffst du trotzdem. Du hast halt sau die Massen einfach. Es ist riskant, wenn ich jetzt auf eine Anti-Cast switche. Ah, was soll denn das jetzt hier? Jetzt kommt der noch. Okay, der ist nun wirklich kein Problem. Also das ist kein Problem. Das ist... Ja, das ist eigentlich ganz gut, dass er dich ablenkt, sonst hätte ich verloren. Das ist eher ein Kinderspiel, was er da hat. Obwohl er Anti-Kaff hat, weißt du? Ich glaube nämlich, dass die Bitragonas sind halt auf Elefanten. Scheiße, da kommt eine Pünsch. Scheiße, sind Elefanten. Machen die Flächenschaden? Kann es sein? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die machen wirklich Flächenschaden, guck dir das an. Kann sein. Ich mache auf jeden Fall schöne Kills. Aber ich verliere wieder alle. Oh, diese Artillerie-Elefanten-Typen sind stark. Die bringen gar nichts. Schau mal. Doch, gegen Inf sind die gut. Nee, aber schau mal, wie wenig Kills die machen. Dann sollte ich jetzt mal die Einheit switchen. Also die Patagoner hier. Hey, 2 Kills gemacht mit einer Granate. Was? Rot ist noch drin? Echt, immer noch? Lila schafft's wohl nicht. Der doch, locker. Weil die Yashigaru sind so kacke von denen.
Aber guck mal, wie er es wie Lila es flüchtet von mir. Ja. Ja gut, aber jetzt halt allein mal gegen deine Jäger müssten eigentlich meine Lanzen-Mahuts besser sein als diese erhöhten Hoft da, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube deine... Meinst du die, die Rest benutzt hat, sind Hoftas? Genau, die wo Lila jetzt hier benutzt hast, das waren Hofta. Das war so, das war Fernkampf. Also Fernkampf macht gegen mich ja gar nichts. Genau. Deswegen. Obwohl ich nicht auf Range gegangen bin. Ja, aber da macht glaube ich nur Nahkampf noch Sinn, ist nur noch sinnvoll. Meinst du, es macht jetzt mehr Sinn, am Ende noch Angriffsstärke oder HP zu steigern bei der Kavallerie? Ich weiß tatsächlich nicht. Wäre HP gut, weil die meisten gehen, so wie ich hier denke, zumindest habe ich das, sehe ich das hier bei Rot, wenn du nah genug an der Mauer bist, sieht man das. Ja. Er geht auch sehr auf Angriffsstärke jetzt. Ah, ja, ja. Weil meine Einheiten haben zu viele HP. So. Lila feedet so mit seinem auf das. Ja, und wir spielen jetzt ja auch schon einige Zeit, deswegen würde ich mal sagen, dass ich das jetzt hier mal als Teil 1 für die Zuschauer beenden würde. Und dann sehen wir uns in Teil 2 von diesem wunderschönen Kolosseum dann wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.